Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Dankeschön-Video. Bedanken möchte ich mich bei unserer Bundesregierung und denen, die hinter ihnen stehen. Und kruden Schwurblern, die sich alle 5 Minuten eine neue Verschwörungstheorie ausdenken, die können gleich abschalten. Die brauchen hier gar nicht zugucken. Kommen wir nun zu meiner Danksagung. Liebe Bundesregierung, danke, dass ihr endlich die Renten kürzen wollt, das Kindergeld kürzen wollt, den sozialen Wohnungsbau kürzt, um mit dem ersparten Geld jedes Jahr, 5 Jahre lang, 5 Milliarden Euro in die Ukraine schickt für den Sieg, der Sieg, der unser aller Sieg sein wird. Danke dafür. Und danke. Danke, dass ihr das Marihuana endlich freigebt, sodass es jeder nach Gutdünken benutzen kann. Und danke, dass ihr die EU dabei unterstützt, dass sie das Gleiche mit den Kindern vorhaben. Dankeschön. Danke. Und Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass wir endlich in Europa von wegen Bruttoinlandsprodukt das Schlusslicht sind. Dankeschön. Und Dankeschön, dass die ganze Welt lacht über uns. Endlich. Endlich. Das sind glückliche Menschen, die wir da produzieren. Sie lachen. Sie lachen. Sie haben Freude. Man muss doch nur einen Namen erwähnen. Scholz. Alles lacht. Die Welt lacht. Baerbock. Die Welt lacht. Man liegt an dem Boden. Man kringelt sich. Sie lachen. Das ist so eine tolle Leistung. Danke, danke, danke. Und Dankeschön. Wirklich, danke, wirklich. Ich merke es am eigenen Leib. Danke, dass ihr Lebensmittel so teuer gemacht habt, dass man sie sich gar nicht mehr kaufen kann, dass man sie sich gar nicht mehr leisten kann. Diese fetten Deutschen, diese dicken, fetten Deutschen, endlich mal alle auf Diät. Schmeißt eure Brigitte-Diät in die Mülltonne. Unsere Regierung, die schaffen das. Danke dafür. Danke. Und Dankeschön, ein doppeltes Dankeschön an die liebe Bundesregierung, dass ihr es schafft, unsere Wälder zu retten. Ihr holzt sie einfach ab, ihr stellt Windkraftanlagen dahin und Solarparks. Und so retten wir unseren Wald. Dankeschön. Und überhaupt noch Dankeschön für die Vogelschredderanlagen. Dankeschön. Besonders großes Dankeschön von den Autofahrern, weil die haben jetzt einfach weniger Arbeit. Dankeschön. Und Dankeschön, dass wir jetzt das dritte Mal, und ihr wisst ja, alle guten Dinge sind drei, den Russen zeigen, wo der Hammer hängt. Danke. Und Dankeschön für 5 Millionen Fachkräfte, die ihr hier ins Land geholt habt. Der Deutsche, der braucht gar nicht mehr arbeiten. Nein, Bürgergeld. Wow, Dankeschön. Und Dankeschön, dass ihr uns in dem heißesten Juli seit 150.000 Jahren so mütterlich beschützt. Mein Gott, so viel Schweiß. So viel Schweiß, das Schweiß der Menschen. Der rinnt durch die Innenstädte wie Sturzbäche. Der Rest verdunstet, bildet riesige Gewitterwolken, die dann wieder herabprasseln auf uns Menschen. Das geht so nicht weiter. Nein, es geht so nicht weiter. Danke für eure Unterstützung. Danke. Und danke für die Industriewende. Endlich. Unsere Industrie, die humpelt da so ein bisschen rum, ja, okay, aber das gibt sich noch.
Es ist doch genauso wie, ich habe einen Rollstuhl, ja, den ich manuell mit den Händen bedienen muss. Und jetzt will ich es einfach besser machen und kaufe mir einen Elektrorollstuhl. Lieferzeit 2 Monate. So, gerade bestellt. Jetzt kann ich ja meinen manuell zu bedienenden Rollstuhl wegschmeißen. Super. Ja, und dann sitze ich hier in meinem Sessel und warte darauf, dass hoffentlich in 2 Monaten mein Elektrorollstuhl kommt. So geht Fortschritt. Und liebe Bundesregierung, danke, dass ihr nicht einfach eigenmächtig handelt, sondern auf unseren großen Bruder hört. Ja, die USA. Danke dafür, weil die USA ist das friedliebendste, freundlichste, empathischste Land dieser Erde. Und es ist schön, dass ihr auf sie hört. Wie würde die Erde sonst aussehen? Gar nicht auszudenken. Überall wären nur Schwurbler. Krude, schwurbelnde. Ich will es mir gar nicht ausdenken. Danke. Und danke, liebe Bundesregierung. Danke für gefühlte 5000 verschiedene Geschlechter. Danke fürs Gendern. Mein Gott, diese kruden, verschwurbelten, Verschwörungstheorien bastelnden Männer und Frauen. Das ist so eklig. Danke dafür. Danke, liebe Bundesregierung. Danke, dass ihr jeden Sack Reis, der irgendwo auf der Welt umfällt, mit Milliardenbeträgen wieder aufrecht hinstellt. Danke dafür. Und danke dafür, dass ihr unsere einheimischen Bauern endlich von ihrem schweren Los, Bauer zu sein, befreit und stattdessen uns industriell hergestellte Lebensmittel, zum Beispiel künstliches Fleisch, präsentiert. Danke. Und nicht zu vergessen, Dankeschön, dass in unseren stinklangweiligen Schwimmbädern endlich wieder was los ist. Danke, dass ihr euch bemüht, die Sonne zu verdunkeln. Super, weil die Sonne war noch nie gut für die Erde, geschweige denn für den Menschen. Dankeschön. So, ihr Lieben, genug gedankt. Es gäbe wahrlich noch vieles, für das ich mich hier bei unserer Bundesregierung bedanken könnte. Aber es ist jetzt mal gut. Ich danke euch einfach sehr fürs Zuschauen. Verbreitet dieses Video. Es ist das Danke-Video an unsere Bundesregierung. Und es kommt wirklich, wirklich von Herzen. Danke nochmal, liebe Bundesregierung. Danke.